Hi, ich hatte dieser Tage mal ein Video auf YouTube gepostet, wo diese kleine Dackelgarage zu sehen war. Das ist eine billige Tarp auf dem Baumarkt, ich glaube 3 oder 4 Euro waren das. Und jemand hat gepostet, ja, das sieht ja doch recht klein aus, da passt du doch gar nicht rein. Das sieht mir so aus. Aber ich gehe auch nicht vorwärts rein, sondern ich komme von hinten rein. Übrigens, da ich mich hier im Wald auskenne, weiß ich, dass der Wind und der Regen immer von hier kommt. Nie von da und nie von da. Der kommt immer von hier. Ich weiß nicht warum. Man sieht es aber auch am Holz oder an dem, was hier noch so rumliegt. So. Mein Sitzkissen wird mein Kopfkissen. Ich gehe nicht rum rein. Es ist nur ein bisschen eng hier, das gebe ich auch zu. Das hat aber auch einen Grund, denn je kleiner so ein Shelter ist, desto eher wird die Hitze oder die Wärme, die der Körper abstrahlt, hier drin gehalten. Und diese Bundeswehr-Faltschlafmatte ist ideal, ist sehr gemütlich, die hält auch nicht nur die Feuchtigkeit weg, das ist, glaube ich, ist PVC, geschäumtes PVC, ist nicht gesundheitsschädlich. Das hier wird jetzt mein Kopfkissen. Oh, und jetzt mache ich ein Nickerchen. Danke fürs Zuschauen. Ui. Hey, ihr seid ja immer noch da. Von euch einen eigenen Shelter. Tschüss, macht's gut. Macht ihr euch jetzt weg? Mann, ich will schlafen. Dann muss ich euch verjagen.